Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach. Ich wünsche dir zuallererst erstmal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Und pünktlich zum Jahreswechsel sind sie halt wieder da. Die guten alten Vorsätze. Die Top-Vorsätze, wie immer, sind natürlich, man will sich gesünder ernähren, man will Sport machen und man will auch das eine oder andere Kilo verlieren. Aber über 90% der Vorsätze werden letztendlich nicht erreicht. Und ich möchte dir in diesem Video eine Anleitung an die Hand geben, wie du letztendlich zu den 10% gehören kannst, die ihre Vorsätze wirklich in Realität umsetzen und so ihre Ziele im neuen Jahr erreichen. Letztendlich kennen wir das doch irgendwo alle. Über Weihnachten und Silvester will man irgendwo mal abschalten und sich mal so richtig was gönnen, weil das Jahr war ja ziemlich lang und auch sehr anstrengend. Und so kurz vorm Jahreswechsel fühlt man sich dann so richtig unwohl, weil es natürlich zwischen den Jahren nochmal die ein oder andere Leckerei gab. Dann ist das Weihnachtsessen noch, was schwer im Magen liegt. Die Vorweihnachtszeit war jetzt auch nicht so unbedingt kalorienarm mit den Keksen, mit Glühwein, mit den ganzen Spekulatius, was da noch hintersteckt. Und du merkst es mehr denn je, dass du etwas für dich verändern willst. Und du bist auch aktuell jetzt sehr unzufrieden mit dir selbst. Da kommt natürlich das neue Jahr wie gelegen. Du nimmst dir letztendlich jetzt alles vor, alles anders zu machen. Du willst endlich abnehmen, du willst dich wohlfühlen, du willst mehr Sport machen, du willst dich auch irgendwie besser ernähren als noch im letzten Jahr. Bist also hochmotiviert und startest so ins neue Jahr. Und das, was dann viele machen, sie starten von 0 auf 100. Das heißt, du kaufst dir Laufschuhe, du kaufst dir dazu eine Fitnessuhr und dann startest du gleich mit 100% rein und gibst einfach alles. Weil viel hilft viel und so erreiche ich letztendlich auch viel schneller mein Ziel. Nach ein paar Wochen verfliegt letztendlich auch wieder so dieser Vorsatz. Die Laufschuhe liegen bloß noch in der Ecke und die Fitnessuhr ist letztendlich nur noch ein nettes Accessoire. Du hast viel gegeben und hast dich auch gequält, aber deine Erwartungen wurden letztendlich nicht erfüllt. Weil du bist ja fast jeden Tag laufen gegangen. Du hast deinen ganzen Alltag um 180 Grad gedreht. Aber die Erfolge sind letztendlich gar nicht so schnell gekommen, wie du es eigentlich erwartet hast. Und so fängst du an, das alles zu hinterfragen. Du findest immer mehr Gründe, warum du jetzt nicht laufen kannst. Weil vielleicht das Wetter nicht gut genug ist, weil es vielleicht regnet, weil vielleicht gerade andere Sachen wieder wichtiger geworden sind. Und so verfliegen diese eigentlichen Vorsätze im Laufe der ersten Woche des neuen Jahres immer mehr. Und du bist wieder zurück in deinem alten Alltagstrott. Weil du dir zu viel vorgenommen hast, es zu schnell erreichen wolltest, an dir denn nachher gezweifelt hast nach den ersten Wochen und es dann einfach wieder aufgibst. Und so läuft es Jahr für Jahr immer wieder ab. Es ist immer wieder der gleiche Kreislauf. Aber letztendlich, wenn du so die letzten Jahre zurückblickst, hat sich an dem Thema, was Gesundheit und auch Abnehmen geht, vielleicht doch nicht allzu viel getan. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Denn ich gebe dir heute hier in diesem Video eine Anleitung an die Hand, mit der du deine Ziele und auch deine Vorsätze wirklich erreichen kannst. Also würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit dem allerersten Punkt der Anleitung. Und zwar, schreib dir einfach mal deine Ziele auf. Nimm wirklich mal so richtig oldschool ein Papier und Stift und schreib dir mal auf was du deinen Fokus legen willst im neuen Jahr. Was möchtest du für dich erreichen und mach es konkret für dich. Dann kannst du nämlich das viel, viel besser greifen. Ja, wenn du zum Beispiel vorlegst, du möchtest abnehmen, dann schreib zum Beispiel nicht einfach nur auf, ich möchte abnehmen, sondern eine konkrete Zahl. Ich möchte zum Beispiel 5 Kilo verlieren oder ich möchte zum Beispiel 10 Kilo verlieren. Und dann kannst du es dir richtig konkret machen, du kannst es dir auf einmal vorstellen und es wird langsam greifbarer. Und da ist es halt auch wichtig, sich im zweiten Punkt klarzumachen, warum willst du das eigentlich erreichen? Was steckt wirklich dahinter, zum Beispiel die 5 oder die 10 Kilo verlieren zu wollen? Lade dein Ziel letztendlich emotional auf. Weil ich selber weiß aus meiner Erfahrung auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, das Abnehmen ist letztendlich nur ein Vehikel, um sich anders zu fühlen. Denn meistens ist es so, dass man gerne mal 5 oder 10 Kilo verlieren will, um sich einfach wieder wohler zu fühlen, um sich attraktiver zu fühlen, um leistungsfähiger zu sein oder einfach wieder in die alten Klamotten reinzupassen oder den Kindern wieder richtig hinterherrennen zu können, ohne aus der Puste zu sein. Und das sind wirklich so emotionale Sachen. Mal dir das aus. Ja? Stell dir das richtig vor und frag dich, was eigentlich hinter den 5 oder 10 Kilo weniger wirklich für dich liegen, weil wir Menschen sind emotionale Wesen und wir erreichen nichts einfach nur so, sondern weil wir dahinter immer eine Bedeutung sehen
und einen Mehrwert für uns haben. Und dieser Mehrwert, den erklären wir uns immer rational, dass wir sagen, ja, ja, wir wollen 5 oder 10 Kilo abnehmen und ja, ich möchte halt ein bisschen gesünder leben. Emotional ist es doch irgendwo was anderes. Schreib das gerne genau hinter den konkreten Zielen auf, warum du es letztendlich für dich erreichen möchtest. Der dritte Schritt, nachdem du dir klar gemacht hast, was konkret du erreichen willst, warum du es erreichen willst, ist denn letztendlich, bis wann willst du es erreichen? Schreib dir gerne als dritten Punkt auf, wann willst du das Ganze erreicht haben? Spiel das Ganze nochmal durch. Du hast konkret das Ziel, 10 Kilo abzunehmen, weil du dich letztendlich wieder wohlfühlen willst. Du willst dich wieder fühlen wie Mitte 20, das gleiche Körpergefühl haben, wie dann deine Kleidung reinpassen, die dir wirklich richtig gut steht. Und das möchtest du am besten so bis, ich sag mal, Ende März oder auch Ende April erreicht haben. Also hast du jetzt so knapp 3 bis 4 Monate Zeit. Das ist mehr als realistisch. Also wenn du da rangehst und das Ziel für dich terminieren willst, mach es realistisch. Zum Beispiel ist es sehr unrealistisch zu sagen, ich möchte jetzt in einer Woche 10 Kilo verlieren. Das ist alles andere als gesund und alles andere als nachhaltig. Setz es dir zum Beispiel realistisch. Ja, dass man sagt, okay, ich möchte den 10 Kilo verlieren in 3 Monaten oder vielleicht in 4 Monaten. Das ist mehr als machbar und auch wirklich gesund erreichbar. Oder wenn zum Beispiel für dich ein bestimmtes Event nächstes Jahr ansteht, wie zum Beispiel eine Hochzeit, wo du unbedingt richtig gut aussehen möchtest oder auch dein Anzug oder Kleid anziehen willst und da ja, dich einfach wieder attraktiv fühlst, dann setz dir das als Ziel, als terminiertes Ziel. Aber mach bitte nicht den Fehler und sag, ich habe noch ganz viel Zeit. Weil meistens, wenn es dann kommt, zum Beispiel, wenn du bis zum Frühling dann die 10 Kilo verlieren willst, dann fang nicht an, wenn draußen schon 20 Grad sind und du längst schon mit dem T-Shirt rumrennst oder vielleicht auch mit dem Kleid. Weil erst dann wird es den meisten bewusst, weil es denn real ist. Und weil man in dem Moment, wo man sich frühmorgens anzieht, vor dem Spiegel steht und sagt, so schön sieht es doch nicht aus, jetzt müsste ich was tun. Aber dann ist ja meistens der Frühling schon da. Und dann sagt man, jetzt ist eh schon alles so spät und jetzt kann ich es gleich sein lassen. Also da fährt man wieder so eine leichte Schleife. Und da kann ich dir einfach bloß wieder sagen, fang frühzeitig an. Ich habe damals ganz genauso gedacht, wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, wenn irgendwelche Klausuren anstanden. Wenn Klausuren waren in 4 Wochen, ich habe noch ganz viel Zeit. Und dann so eine Woche vorher, okay, ich müsste langsam anfangen. 4 Tage vorher, okay, jetzt muss ich anfangen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie viel Stoff das letztendlich ist, den ich lernen muss und dachte, das schaffe ich ja nie. Und so ist immer wieder diese Schleife und das kann ich immer sehr gut damit verbinden. Also auch da starte für dich frühzeitig. Der vierte Punkt. Such dir Gleichgesinnte. Such dir jemanden, der ein ähnliches oder vielleicht auch das gleiche Ziel hat wie du. Und updatet euch da immer wieder gegenseitig, was eure Fortschritte angeht. Weil es ist immer sinnvoll, ein Commitment einzugehen mit einer anderen Person als mit sich selbst. Weil wenn wir zu uns selbst sagen, ja, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen, ich sage es aber keinem anderen. Und wenn du denn doch daran scheitern solltest, dann musst du dich nur vor dir selbst rechtfertigen und verkauf es dir letztendlich wieder gut und findest Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Und so kannst du es für dich schaffen, jemanden anders zu involvieren, zum Beispiel halt einen Bekannten oder eine Freundin oder einen Freund, der das gleiche Ziel hat, oder auch einen Coach, der dich da sozusagen auch committet, dem du letztendlich auch eine gewisse Rechenschaft ablegen solltest. Und da merkst du schon, okay, ich bin dann auch motiviert und ich mache. Und ich möchte mir letztendlich auch irgendwo nicht die Blöße geben, was ja vollkommen normal ist. Niemand möchte ja vor dem anderen stehen und sagen, ich bin gescheitert. Und deswegen ist es so ein kleiner Motivationsboost und so kannst du dich ein bisschen selbst auch ja, positiv manipulieren, damit du deine Ziele letztendlich erreichst. Fünfter Schritt, Aktionsplan. Frage dich, was muss ich jetzt konkret tun, um mein Ziel zu erreichen? Ja, welches Ziel hast du zum Beispiel? Gehen wir es mal einmal komplett nochmal durch. 10 Kilo verlieren, dann, weil du dich wieder besser fühlen willst, weil du wieder dich so fühlen willst, wie vielleicht noch vor 10 Jahren, dann möchtest du das in 3 Monaten erreichen und hast vielleicht noch einen Freund oder eine Freundin, die das gleich erreichen will oder suchst dir einen Coach, der dich dabei an die Hand nimmt und dann fragst du dich noch, okay, was muss ich jetzt konkret tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ich müsste an meiner Ernährung schrauben, was kann ich an meiner Ernährung verändern? Ich müsste mich mehr bewegen. Welches Training könnte ich in meinen Alltag einbauen? Und dann natürlich zu gucken, wie kann ich das in meinem Alltag umsetzen, ohne dass andere Lebensbereiche darunter leiden müssen. Ja, also dass sich das wirklich so eins zu eins in deinen Alltag integriert,
da kann ich dir auch einfach das Angebot machen, dass wir da einfach auch mal 1:1 sprechen, weil ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist, A, diese konkrete Planung zu machen, also zu wissen, was ist jetzt richtig für meine Situation, wie sollte ich was machen und wie packe ich es am besten in meinen Alltag. Das ist meist die größte Hürde, um überhaupt anzufangen. Und wie gesagt, da können wir gerne einfach mal 1:1 sprechen. Und ich gebe dir einfach mal einen kostenlosen Input, wie du es machen kannst. Du kannst unten einmal in der Beschreibung auf den Link klicken zu meiner Webseite. Da trägst du dich einfach mal für ein kostenloses Kennenlerngespräch ein und wir schauen uns beide mal deine Situation an, anhand auch deiner Ziele und gucken ganz genau, wie du damit starten kannst und welche Aktion jetzt sinnvoll wäre. Der letzte Schritt. Fang an. Mach einfach den ersten Schritt. Ja. Tu dir selbst den Gefallen und schieb es nicht auf. Denn es ist ganz wichtig und auch schon wissenschaftlich nachgewiesen, wenn du für dich ein Vorhaben im Kopf geplant hast, dann solltest du es innerhalb von 3 Tagen starten. Ansonsten schiebst du es wieder nach hinten, du vergisst es und dann wird letztendlich aus deiner ganzen Planung nichts, weil du einfach nicht in die Umsetzung kommst. Und deswegen schieb es für dich nicht auf. Denk jetzt nicht, ich fühle mich noch nicht bereit dazu, ich weiß noch nicht genug oder es passt gerade nicht, ich will es vielleicht starten, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Dann wirst du nicht starten. Ja, weil versucht ja denn dieses Aufschieben nicht selbst so gut zu verkaufen, dass du es nicht machen musst. Und natürlich kenne ich auch die Gründe dahinter, weil man oft denkt, das kostet sehr viel Energie, man muss sehr viel planen und du musst auch nicht deinen ganzen Alltag um 180 Grad von heute auf morgen drehen, sondern es sind meist kleine Schritte, die man am Anfang macht, weil es ist auch ganz normal. Wir selbst setzen immer kurzfristige Ziele über die langfristigen Ziele. Das bedeutet, wir machen lieber viel und radikal, um schnell abzunehmen, anstatt konstant und langfristig an unserem Wunschgewicht zu arbeiten und das danach auch wirklich nachhaltig halten zu können. Und das ist auch der Grund, warum viele denn kurzfristig radikal handeln, dann das Ziel erreichen, dann wieder aufhören, dann wieder bis zu der Situation kommen, wo sie handeln müssen, wieder radikal handeln und so ist es immer wieder eine Dauerschleife, die man fährt. Und deswegen mach einfach den ersten Schritt, einen kleinen Schritt nach dem anderen, Richtung Ziel. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass du erstmal nur einmal die Woche ein Training machst. Ja, ich möchte auch nochmal eine kleine Story dazu geben, damit es für dich einfach auch ein bisschen greifbarer wird. Du hast eine Person vor dir und die sagt dir ganz oft, ich kann jetzt nicht starten, weil ich muss ja so viel trainieren, ich muss 5-6 Mal die Woche trainieren, ich muss meine Ernährung umstellen, mache ich die Übung richtig, mache ich die Übung richtig. Also ganz viele Fragen und ein riesen Berg an Fragen und an Unklarheiten und das ist auch der Grund, warum man letztendlich nicht startet. Und der Person sagt man dann einfach, okay, mach mal eine Kniebeuge. Hat eine Kniebeuge gemacht, guckt dich dann so ein bisschen verwundert an, heißt, okay, warum soll ich jetzt eine Kniebeuge machen? Naja, nimm dir einfach erstmal nur vor, jeden Tag eine Kniebeuge zu machen für die ersten 2 Wochen. Es ist einfach, es ist zeitsparend und es kostet nicht viel Energie. Und dann nimmst du dir vor, in den nächsten Wochen danach jeden Tag 2 Kniebeuge zu machen. Und dann nachher machst du 3, 4 und auf einmal bist du, ohne es zu merken, bei 20 Kniebeugen pro Tag. Und das ist jetzt einfach nur ein fiktives Beispiel dafür, für diese kleinen Baby-Steps, die du letztendlich machen solltest, um konstant und langfristig wirklich an dir zu arbeiten, anstatt jetzt zu sagen, ich muss jeden Tag 100 Kniebeuge machen, jeden Tag 100 Liegestütze. Das machst du eine kurze Zeit und danach sagst du, okay gut, das ist viel zu anstrengend, mir tut alles weh, ich lasse es wieder sein. Ein Beispiel in der Ernährung ist es, dass du nicht anfängst, deine ganze Ernährung umzukrempeln, sondern einfach nur mal dir dein Essen anschaust, also dein Frühstück und schaust, okay, was könnte ich daran verändern? Wenn du vorher zum Beispiel ein weißes Brötchen gegessen hast mit Butter und Marmelade, dann könntest du jetzt anfangen, vielleicht zu sagen, okay, ich mache mir ein Porridge. Also Haferflocken mit Milch und dazu noch ein paar Beeren mit rein. Und das wäre erstmal dein Frühstück. Und dann fängst du nur erstmal an, jeden Tag dein Frühstück umzusetzen und zu ändern. Und dann erstmal nur das zu machen. Und wenn sich das bei dir etabliert hat, dann kannst du einen Schritt weiter gucken zu deinem Mittagessen. Okay, was esse ich mittags immer? Und dann kannst du das letztendlich wieder analysieren und abändern. Und schon hast du dein Frühstück ja sowieso schon konstant umgesetzt, kannst dein Mittag dann auch noch abändern, positiv verändern, also deine Essgewohnheiten dahingehend auch verändern und hast so schon Frühstück und Mittag für dich abgeändert hin zu einem positiveren Gewohnheiten, die dir dabei helfen, letztendlich abzunehmen. Und dann als letzten Schritt kannst du dir auch noch das Abendessen angucken,
Und genauso beim Sport. Fang erstmal an, einmal die Woche Sport zu machen und das vielleicht für 20, maximal 30 Minuten. Wenn du laufen gehen willst, mach es einmal die Woche für 20, 30 Minuten. Nimm dir nicht gleich vor, eine Stunde zu laufen mit 10 Kilometern. Das ist zu viel, es tut dir zu schnell weh und der Körper ist gar nicht daran gewöhnt. Und dann kannst du nämlich langsam starten, wenn du einmal die Woche trainiert hast. Okay, gut, das läuft jetzt ziemlich gut und jetzt fange ich an, zweimal die Woche zu trainieren. Das setzt du wieder um und dann kannst du nachher anfangen, dreimal die Woche zu trainieren. Und so baust du dir neue positive Gewohnheiten auf, die dazu führen, dass du einen viel besseren Lebensstil dir aneignest, was automatisch dazu führt, dass du dich wohler fühlst in deinem Körper und dass du auch dein Wunschgewicht erreichst. Und jetzt wirklich der allerletzte Schritt ist, abonniere meinen Kanal. Denn ich gebe dir zweimal in der Woche Impulse zum Thema Abnehmen und zeige dir auch hier immer wieder neue Blickwinkel auf, die du vielleicht noch gar nicht kanntest, damit du auch einen anderen Impuls bekommst, Sachen vielleicht aus einer anderen Perspektive betrachten kannst. Und letztendlich teile ich auch so mein Wissen und meine Erfahrung aus über 13 Jahren im Bereich Training und Ernährung mit dir, damit du letztendlich nicht mit diesen ganzen Abnehmlügen aufsitzt und dich dadurch verwirren lässt, sondern dass du halt wirklich auch dein Wunschgewicht erreichen kannst. Denn schreib mir gerne mal jetzt in die Kommentare, was sind deine Vorsätze für das neue Jahr, was möchtest du für dich erreichen? Schau mir das gerne an, gib dir auch dazu gerne nochmal einen Input, indem ich dir dann antworte. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Mach's gut!